Was ist da los jetzt? Echt lästig, nervig. Gefällt mir nicht. Hallo? Ist noch wer da? Sieht man mich noch? Hallo, hallo? Hier da unten. Ah, blöd, steht einfach nur noch Null da. Sonst nichts mehr. Jetzt ist komplett weg. So. Spitamersatz, okay. Na, wie droht ihr hier Emiya haut? Emiya, mach es! Scheint, geht's jetzt wieder, ne? Scheint so, als würde es wieder gehen, Gott sei Dank. Stört mir immer, wenn irgendwie technische Probleme sind, immer. Das nervt mich immer besonders hier. Emiya killt hier gleich den Druti, ja, Wahnsinn. So, hoch da. Was ist los? Sie wollte den Mord verhindern und hat dann den Druti getötet. Kleiner Donnervogel. Töten auch noch. Stimmt. So. Jetzt müssen wir den Penner hier auch noch töten. Das geht.
Energie, hinterher! Ja, Mia Mama so. Ganz schön viel Life hier, ne? Womit hat A-Klein das verdient in mir? Kein YouTube. Ja, du kannst ihm gern von deinen Ringen was abgeben in mir. Gott sei Dank, endlich. Mit den Ringen ist wie beim Geld, man kann nie davon nie genug haben davon, ja, ja. Was ist SR Song Request, Teamplayer, da kannst du Song einspielen, wenn der Song, wenn der YouTube-Player aktiv ist. Das ist aber bei den storybezogenen Spielen eigentlich nie. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. So. So, nichts zum Speichern hier. Voll uncool. Jetzt haben wir alles getötet. Aha. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen.
So, da gehen wir mal Gucki Gucki. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Aha. Dann hätte er gleich selber runtergehen können, bevor er mir nur den Kletterpfad macht. Nicht runtergucken. Nicht gucken. Novo, sag mir Bescheid, wenn ich zur Energiezelle komme, ne? Bitte, danke. Kurz vor Ende, alles klar. Hey! Der Novo haut dir den Teamplay. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Ach so, in mir hast du reingecheatet. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? So ist man vor das Quest auch schon reingekommen, oder was? Die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt? Ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es okay. Wird Zeit, also kannst du dich reinglitschen, oder ja. Was, Novo? Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Sie sich da reingecheatet haben, ne? Ja. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist.
Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Hey, Fox Gaming, wie geht's, wie steht's? Willkommen hier im Stream. Ja, Miss muss dir Laptop zähmen, ne? Ich weiß nicht. Ob sie das schaffen wird jemals. So, Wunderbärchen, wo müssen wir denn hin? Zeig da hin, okay. Na, wie gesagt, Nobo, sag es Bescheid, soll wohl mein Weg hinüber sein. Wenn ich irgendwas verpasse. Einfach Bescheid sagen. Denk nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Was du? Ah, okay. Wie kommen wir da hoch? Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Ja, ich glaube, Mist ist momentan Platz 1, was die Stunden betrifft. Mit 490 Stunden. Was hast du denn? Also, siehst du nicht, ne? Hast du einen VIPs-Rang? Siehst du also deinen, ja, Klemmchen-Rang gar nicht. Aber Mist ist von den Stunden her Platz 1. Was ich vor kurzem gesehen habe. Oh, das wäre geschafft. Nicht hier lang. Vielleicht den Schacht hinauf? Hallo Racer Mod, wie geht's, wie steht's? Willkommen hier im Stream. Hier müssen sie gehen. Was versuchst du da, Nobo? Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Gehen wir mal reinschauen hier. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über Schamanismus. Ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel.
Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben, irgendwie, oder Elysium, oder wir hier in Gaia Prime, es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und eine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Hallo Razormob, was, du holst deine Nase voll Horizon? Mir direkt nach Zelda. Ja, Zelda würde ich auch voll gern spielen, aber ja. Habe leider keine Switch. Die Evakuierung ging so schnell. Und wie gefällt der Horizon Zero Dawn? Keine Zeit, Razor? Alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal, sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses Jetzt haben wir hier die Dings getriggert. Ja, Racer, nimm Begrüßungsklaps hier, hast bekommen. Von weiß nicht wem. Wurde es damit geschlagen? Einfach nur ein Begrüßungsklaps. Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Am besten haust ihn gleich mal zurück hier, Racer, ne? Damit er hat's verdient. Nobu hat's einfach verdient. Hau ihn einfach mal zurück. Nee, ich stream nicht direkt von der Konsole. Ich stream über eine Capture Card. Sonst könnte ich hier rechts den Text nicht einblenden und so weiter, ne, Racer? Sonst würde das mit den Einblendungen nicht funktionieren. Also wenn Ausrufezeichen Bonus-Stage gibst oder wenn du followst, kriegst mal Ringe, kannst gleich mal zurückgeben hier. Haue und so. So, achso, da müssen wir hoch. Also so ein Zeitfresser ist Horizon Zero Dawn jetzt nicht, wenn du meinst. Also, ich bin eigentlich fast durch, glaube ich, was die Leute so sagen. Oh, aber die Story ist mega episch, ne? So, Miss, sorry, ja. Gut, dass du sagst. Habe ich wohl vergessen einzutragen. Ist auch irgendwie anscheinend kein aufgefallen, ne? Drücken wir hier mal PS4. So, jetzt müsste wieder gehen. Jetzt passt's. Danke, Miss. Danke, danke. Bin auf der Suche nach sowas, deshalb frage ich, welcher Capture Card hast du? Elgato? Die Elgato. So, müssen wir da hin. Da rein. Elizabeth. Was ist das? Hm.
reinschauen nochmal. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Der Song ist so nice. So viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Das ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. So traurig. Der Song im Hintergrund, ne? So traurig. Oh mein Gott. Das war die letzte Nachricht. Elizabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehen. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder... Wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Hahaha, wie Novus sich selber haut. Du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elizabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Hey, Mia. Haut sie mich hier zurück. Sie mich genau trifft hier. Wahnsinn. Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst.
Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. So. Drehen wir noch mit dem Eloy? Eloy. Sie ist tot. Wirklich tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Eloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zulassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt dich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Der gute Racer ist auch uns im Discord gejoint, ne? Habe ich gerade gesehen. Willkommen bei uns im Discord. So, weiter geht's. Ich will ja trotzdem wissen, was da in der Tür drin war, ne? Können wir mal schauen. Hahaha. Wenn man schon da durchschleichen muss. Ist da bestimmt was Episches drin. Was voll Legendäres. Schauen wir mal rein hier. Das geht jetzt endlos so weiter, ne? Machst die Tür auf, ist ein neuer Raum. Oder auch nicht. Na gut. Fangen wir nochmal bei Uthia 1 an. Integritätsprüfung wird durchgeführt. Dr. Broshard Klein, darf ich etwas sagen? Dr. Broshard Klein, darf ich etwas sagen? Ich denke schon. Es ist niemand da, der mich daran hindern könnte. Doktor, Sie sind müde. Ihre Schlafzyklen zeigen Unregelmäßigkeiten. Leiden Sie unter einer Depression? Naja, ich sitze für den Rest meines Lebens in einer wissenschaftlichen Anlage fest. Was ist mit dir? In einem Zeitintervall von einer Quadrillion Arbeitszyklen sind 10.000 damit beschäftigt, den Verlust von Dr. Sobek zu verarbeiten. Ich habe beschlossen, diese Prozesse zu sperren. Halten Sie das für klug? Ich bin kein Psychologe, Gaia. Oder KI-Wissenschaftler. Nein, das ist natürlich. Zumindest im Kontext unserer Arbeit, die etwas an der Bedeutung des Begriffes natürlich vorbeigeht. Sie war dein Schöpfer, die Schutzheilige dieses verrückten Unterfangens, die Mutter der leidenschaftlichen Hypothesen. Selbst wenn man eine Reihe von erheblichen Fehlerkombinationen annimmt, sind die Erfolgschancen von Zero Dawn mehr als hypothetisch. Das war rhetorisch ausgedrückt, Gaia. Notier dir das. Aha, wie ihr A-Klein verhauen wird. Und ich und Trudi machen hier den Ralfest fertig. So, mehr wird geredet. Ist der gute Racer gar nicht mehr da? Hallo Margot, wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten, unerwünschte Nachrichten von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates.
Ständige Updates. Hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinen Panther-Antimon-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? So, die reden da ganz schön viel, ne? Ganz schön viel wird hier geredet. Hallo Mionka, wie geht's euch jetzt? Willkommen hier im Stream. Hier wird weiter geredet. Echt jetzt. Was pflanzen wir in ihre Köpfe rein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Hm. Hallo, alles Gute, selber, ja, hier läuft alles Wunderbärchen, außer dass ich bald in die Schule gehen muss und das freut mich gar nicht. Weniger als nicht. Das freut mich überhaupt nicht. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Der geile Truton hier schlecht fühlt. Was ist los, Truti? Bist immer so traurig hier. Ist aber nicht gut. Dass man immer traurig ist. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Mach weiter. Was? Nee, fühle mich gar nicht. Kein Spaß hier. Was redest du, Truti? Aber echt, du Emo-Truti. Upload verschwindet auch wieder. Was ist denn los, Alter? Von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Ja. Lästig. Lästig. Ich werde an dieser Stelle dann aufhören, Leute. Es ist eh schon spät. Und da ja das nicht so funktioniert, wie ich möchte, hier mit dem Upload, ne? Wenn das nicht so funktioniert, streamen wir das nächste Mal weiter und bringen das zu Ende. Von dem her wünsche ich euch einen schönen Nachmittag noch und wir sehen uns heute am Abend. Spielen wir Black Desert. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Ob Zuschauer oder Mitspieler. Ganz egal.
Freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Hallo Miss Princess, schön, dass du wieder mal da bist. Jo, ich wünsche euch, wie schon gesagt, einen schönen Nachmittag. Haut rein, man sieht sich später. Ciao, ciao. We'll be right back.